Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxa. So, heute möchte ich mein Tuxedo OS auf die neueste Ubuntu-Version upgraden. So, was haben wir überhaupt hier für ein System? Wir haben hier, mal ein bisschen größer, ein Tuxedo mit einem Ubuntu 22.04 Point Release 1 LTS und den Kernel 5.15. So, ich möchte ganz gerne jetzt Ubuntu 22.10 haben. So, dazu gebe ich folgenden Befehl ein. Sudo apt und dann die update. Mal gucken, was hier passiert. Was mir so der Tuxedo Server alles so anbietet. Dann knallen wir sofort ein Upgrade hinter. Gut, und dann machen wir als nächstes. Da sagt er mir, es geht auch nicht. So, dann schauen wir einfach mal nach in den Einstellungen. In den Paketeinstellungen, was da überhaupt eingestellt ist. So, schauen wir mal nach. Sag ich mal für jede Version. Und sag ihm schließen. Öffne nochmal die Konsole. Führe das gleiche nochmal aus. Date. Und mach nochmal ein Upgrade. Und ein Dist Upgrade. So, das hat so schon mal nicht funktioniert. So, ich versuche das mal mit diesem altbekannten sudo release upgrade-d und schau mal, was passiert. Ich schau mal nach, ob der Update Manager Core installiert ist. Ist er natürlich. Gut, ich öffne die Paketquellen nochmal. Das geht eigentlich am einfachsten, wenn man das Ganze hier über die Aktualisierung und Anwendung bzw. Anwendung und Aktualisierung macht. Dann kommt man nämlich sofort direkt auf die Paketquellen drauf. Füge die Ubuntu-Quellen noch hinzu. Neueste Version. Quellen hinzufügen. 22.10. Hat er sofort erkannt. Ich sage ihm schließen. Sag ihm dann sofort neu laden. Das hätte ich vielleicht über die Konsole machen sollen. Da sieht man mehr. Hier sieht man ja nichts. Damit wären wir soweit durch. Ich öffne mal wieder eine Konsole. Mach ein bisschen größer. Ich gebe jetzt mal ein. Sudo update. Und schauen wir, was passiert. Jawohl. Dann machen wir noch ein Upgrade hinterher. Und findet dementsprechend einige neue Pakete aus den Ubuntu-Quellen. Und die installiere ich jetzt einfach mal drüber. Also ich mische jetzt quasi Tuxedo OS mit Ubuntu OS oder Ubuntu. Und ich schaue jetzt einfach mal, was jetzt passiert. Ich hoffe mal, dass ich dann so ganz einfach auf die neueste Version kommen werde. Ja, hier kann man schon gut erkennen, Kinetic, das ist definitiv die 22.10er Version. Restart without asking? No, natürlich nicht. So, was will er jetzt? Running? Ach, weil meine SSH-Verbindung noch läuft. Gut, die hatte ich jetzt gerade beendet. Das hat sich wohl gerade überschnitten. Insofern lassen wir das einfach mal alles so. Und das mit gutem Gewissen bestätigen. So, ich möchte jetzt wissen. Ja, dann machen wir N, ne? Machen wir Vorgabe N. Das sehe ich genauso. Machen wir auch ein großes N. Damit ich hier auch richtig verstanden werde. Ich habe gerade nochmal ein Datenbackup gemacht, also falls das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle,
weil es könnte sein, dass dann jetzt hier mein Tuxedo Control Center nicht mehr funktioniert. Man kann ihn sich auch bei GitHub herunterladen und dann versuchen, es manuell zu installieren. Das werde ich im Zweifelsfall auch probieren. Genau. Und ansonsten muss ich dann wohl auf Ubuntu 22.04 bleiben, weil diesen Control Center brauche ich auf jeden Fall, allein schon wegen den Profilen. Nachteil am Tuxedo ist halt eben nur mal, er ist unter Volldampf, kann er richtig laut werden und hier kann ich dann dementsprechend dann Einfluss nehmen auf die Lüftergeräusche. Und ja, was auch Energiesparen angeht und so weiter, ist das schon eine super Sache hier. Ich lasse mich einfach mal überraschen, ob es funktioniert. Wie gesagt, das ist einfach nur mal ein Test. Meine Daten sind alle gesichert, die liegen auf dem Server. Ja, insofern kann eigentlich nicht allzu viel passieren. Es wird so oder so Zeit, dass ich das System mal einmal nochmal komplett resette. Ja, insofern ist alles gut, ne? Die nächste Nachfrage kommt, auch die werde ich standardmäßig mit N beantworten. Natürlich einem großen N, so wie es gehört. Die momentane Version auf jeden Fall beibehalten. Kurz eine kleine Info mal für zwischendurch. Man kann jetzt hier das Terminalfenster über Einstellungen, Profile, bei mir ist das umbenannt. Wenn ich auf Farben gehe, kann man das Fenster sogar transparent stellen. Ich meine, warum nicht, ne? Ist auch immer ein schönes Gimmick. Wenn man jetzt hier mal Vollbild stellt, macht das schon irgendwie was her, ne? Yippie-yay, er ist fertig. Er ist fertig. Das ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich es einfach mal einen Neustart machen soll. Ich öffne nochmal ein Terminalfenster. Ich gebe nochmal einen U-Name. Ups. Uname minus A. Sagt er mir, hat sich noch nichts geändert, ne? LSB-Release minus A. 2210. Ich habe schon 2210 drauf. Okay. Aber das Gnome-Fenster ist noch das alte. Man sieht es ja. Ich öffne nochmal die Konsole. Ich gebe nochmal ein inxi-fz. Shell ist die Fisch. Achso, ja, Shell habe ich jetzt die Fisch dran. Okay. Das ist aber uninteressant. Was haben wir jetzt noch? Gnome 42,5. Okay, ich mache einfach mal einen Neustart und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, einen Neustart habe ich jetzt gemacht. Dieses Fenster ging jetzt hier auf. Ja, ich denke mal, ich bestätige das Ganze einfach mal mit OK. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, dann gehen wir mal hier einfach mal N ein und lassen ihn einfach mal zu Ende rödeln. Gut, die Installation ist jetzt fertig. Ich denke mal, ich mache jetzt einfach mal einen Neustart und filme das Ganze mal von außen ein bisschen mit, wie so der erste Neustart nach dem Update oder besser gesagt nach dem Upgrade funktioniert. Also, bis gleich. So, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Das sieht schon mal sehr gut aus. Bestätige ich mit Enter, wie gehabt. Und da wären wir. Ja. Man erkennt's. Ubuntu Gnome 43 ist aktiv. Und ich hoffe mal, er funktioniert noch. Jawohl. Monitor ist dunkler geworden. Und es sollte der Lüfter auch wieder richtig schön quiet werden. Ja, ich würde sagen, Versuch geglückt. So, Ubuntu ist neu gestartet. Und ich schaue mal eben nach, ob alles funktioniert, so wie es sein müsste. Ist das neue Gnome installiert? Ja, das erkenne ich schon an diesem Fenster hier.
Ich schaue nochmal eben auf die Info-Version. Was wird hier angezeigt? Der Computer wird richtig angezeigt. Die CPU ist richtig. Grafikkarte ist richtig. Hier steht es auch nochmal. Ubuntu 22.10, Gnome 43.0, X11. Passt. Alles picobello. Ich öffne nochmal ganz kurz die Konsole. Und was geben wir mal ein? U-Name minus A. Ich mache ein bisschen größer. Ja, der Kernel ist immer noch der gleiche. Okay. LSB Release minus A. Und hier steht auch nochmal Ubuntu 22.10. Wo wir gerade dabei sind, inxi-fz. Aber ich muss sagen, hier diese Fisch-App, oder wie heißt das hier, diese Fisch-Konsole, die gefällt mir richtig gut. Genau, Shell ist jetzt gerade Fisch. Was war noch wichtig? Irgendwas gucken. Genau, mit den Wayland wollte ich nochmal irgendwas nachschauen. Genau, X11, X.org und hier steht jetzt kein Wayland. Dann scheint hier mal X-Wayland, hier steht einfach nur X. Beziehungsweise bei Treiber steht gar nichts. Und hier bei X steht auch nichts. Okay. Vielleicht fehlt ja da noch etwas. Und ja, genau. Das passt alles. Prima. Nehmen wir hier wieder raus. Ich fliege nochmal ganz kurz so über die Apps, was die jetzt hier so getan hat. Ganz kurz einmal alles so ein bisschen überfliegen. Zum Beispiel, was mich natürlich interessiert, hier sind jetzt zum Beispiel, genau, was ist eigentlich mit meinem beliebten Map Composer? Funktioniert der noch? Weil den brauche ich ja ständig. Fehlermeldung kommt jetzt hier nicht. Ist schon mal gut. Einmal ganz kurz gucken. Ja, das scheint alles zu funktionieren. Prima. Genau wie der Trek-Guru. Damit ich meine nächste Mountainbike-Tour vernünftig planen und verwalten kann. Das scheint auch alles zu funktionieren. Genau, was macht denn meine geliebte Lara? Funktioniert Open Lara out of the box? Kann ich sofort durchspielen? Weil was ist ein guter Computer ohne Tomb Raider? Ich starte einfach mal hinein. So, da scheint alles zu funktionieren. Ich beende Lara Croft wieder. Den Nautilus schaue ich mir auch nochmal eben an. Da gibt es ja auch ein kleines Update zu. Jawohl, der funktioniert auch. Mein Server ist gerade nicht an, oder? Mal eben testen. Ich glaube, der ist aus. Ne, doch, ich komme auch sofort auf meinen Server drauf. Ja, das wäre jetzt hier so mein Server. Genau, ein paar Tuxa-Dateien, mehr sind da noch gar nicht drauf. Und die externe Festplatte von meinem Server, kann ich die auch ansprechen? Das scheint alles zu funktionieren. Serverzugang ist auch gegeben. Was wäre für mich jetzt noch wichtig? Dass mein geliebter Würfel funktioniert, das ist besonders wichtig. Und das soll es auch an der Stelle gewesen sein. Also viel mehr möchte ich gar nicht testen. Ach komm, wir versuchen mal die Fernseh-App. Ob die funktioniert. Aber warum sollte die nicht funktionieren? Ich mache mal hier so ein öffentlich-rechtliches Bild an. Werde es wohl wahrscheinlich verpixeln. Ja, es läuft auch. Schnell wieder ausmachen, dass ich nicht noch Ärger bekomme. Und ich denke mal, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf! So, ein kleiner Nachtrag. Mir ist gerade etwas aufgefallen beim Umbenennen der Dateien im Nautilus. Und zwar, ich versuche das mal eben zu demonstrieren. Ich meine, früher war das so gewesen, wenn ich eine Datei umbenannt habe und ich sage mal, ich mache jetzt hier eine 0 davor, drücke Enter, dann ist die früher direkt alphabetmäßig dann nach oben gesprungen. Das tut sie jetzt nicht mehr. Erst wenn ich F5 drücke, jetzt ist sie oben. Genau, also das finde ich natürlich eigentlich eine gute Sache, dass sie das endlich mal optimiert haben.
Also ich benenne jetzt wieder in der richtigen Benennung um. Drücke Enter und sie bleibt dort, wo sie ist. Jetzt drücke ich F5. Das müsst ihr mir einfach mal glauben, dass ich es tue in diesem Augenblick. Und schwupp ist die Datei ja nach Alphabet da, wo sie sein soll. Gut, das wollte ich nur noch mal eben ergänzend dabei sagen.